Tag, ihr Landratten. Ich brauche 3 Männer für meine unglaublich geile Piraten. Oh, scheiße. Es sind nur 3 Leute in der Bar. Naja, egal. Fang an. Wer ist das hier? Willst du mit auf ein unglaublich geiles Abenteuer? Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich will ich hier ein bisschen saufen. Okay, nächster. Dann bleib da, wo du bist. Ach, du Kacke. Es wird nicht besser. Wie heißt du? Ich bin eine Matrose. Ich hab keinen Namen. Oh, Matrose, kein Name. Ja. Und hier unter der Treppe. Ich bin Roger Wayne. Alles klar. Alex. Geschrieben. Gott, Alter. Roger Wayne. Was hat der für einen Namen? Ich bin Captain Bad Eye. Ja, nicht schlechtes Auge, sondern Fledermausauge. Das ist nur ein Unterschied. Ich bin auch weltbekannt als der Trinker der Lande, ja, der einen Meereslandes. Captain Bad Eye, ihr seid angeheuert. Ich habe, glaube ich, ein Problem. So. Ja, ein ganz großes, glaube ich. Neolai, Sie sind mit Abstand der Fähigste. Alles klar. Ich glaube mir schlecht. Ich kann nicht laufen, wartet auf mich, ich bin nicht der Schnellste. Wir kaufen eine Schatzkarte. Das okay, kauf dir mal. Captain, kauf dir eine Schatzkarte. Oh, ich hab mich übergeben, Leute. Ich hab mich übergeben. Über mir. Unser. Das, ja, wirklich. Ich kann nicht laufen. Du bist. Warum so viel? So viel? Oh Gott, ich hab wieder gekotzt. Oh, sorry. Captain, können wir den wieder eintauschen gegen den anderen? Ich glaube. Ich weiß nicht, wie lange das kaufen dauert. Ah, I had a problem finding that. Ask me again. Ich kann die Schatzkarte nicht kaufen. Matrose, kaufen Sie die Schatzkarte. Okay. Kannst du nicht was kaufen? Ja, du kannst auch nicht. Are you sure you want to buy this? Yes. Counting your coins? Dann kommt Fehler. Können wir hier schlecht. Wayne einfach erlösen? Ich bin hier für ein Duell. Kommen Sie her. Okay, Ballon? Aber jetzt mal ganz kurz Spaß beiseite. Wir spielen eine Runde Sea of Thieves. Die Close Beta hat ja jetzt gestartet. Hat ein paar Probleme gegeben. Das ist unsere erste wirkliche, also das ist unsere erste Partie. Wir haben kurz reingeschaut, alles eingestellt, soweit noch nichts gespielt. Das mit der Schatzkarte hat jetzt bei keinem geklappt, richtig? Nee, bei mir auch nicht. Richtig. Okay, dann gehen wir ohne Schatzkarte los. Wir finden ja schon die Insel. Wir finden eine Insel. Captain, bitte nehmen Sie mich. Vielleicht geht's auf einer anderen Insel, ja? Captain, ich habe eine Banane gefunden. So langsam geht's mir wieder gut, glaube ich. Hier ist mein Schiff. Oh, das ist aber ein schönes Schiff, Herr Captain. Das ist wunderbar. Das stand schon hier. Wie heißt es? Hat es einen Namen? Drei Segelbaron. Eine Drei Segelbaron? So hieß es nicht, als ich es geklaut habe. So. Oh, geklaut, richtig. So, wir waren jetzt jeder von euch, ich brauche jetzt Job. Was mache ich? Ich mache die Segel. Okay. Ich bin der Wichtigste. Okay, Kapuze, du schrubbst das Deck und guckst, dass kein Wasser unten rein ist. Also wir bräuchten rein einen Ausguck, der wirklich nach oben geht und sagt, wo wir hin müssen. Okay, du musst dann mit dem Kompass sagen und kaputt und wir müssen die Säge machen, ne? Setz die Säge! Okay, warte mal hier. Alter, ist leicht hier hoch. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, es kommt was schlimmer. Warum? Ich sehe noch weniger. Okay. Die Säge ist noch nicht gesetzt. Der Kapuze. Der Alarm geht los, ich hab in der Bar geklaut, los! Wie setz ich das Alex? S oder W? Matrose, wie wird man Matrose, wenn man nicht weiß, wo man die Segel setzt? Die Segel sind gesetzt. Wir müssen jetzt hier drehen. Jetzt hol den Anker rein. Achso, Dalu, weißt du, wie das Steuer funktioniert? Ja, klar. Oh Gott. Links und rechts. Wenn es in der Mitte ist, ne? Nee, es macht Klick, wenn es in der Mitte ist. Dann drehst du geradeaus. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in der Mitte ist mit dem goldenen Knüppel. Ja, den kannst du aber zweimal drehen. Okay, also. Hilf mal, wer Alex. Es macht ein Geräusch, das hörst du. Dann bist du in der Mitte, dann bist du geradeaus. Und wir segeln gleich los, pass auf, ne? Warte mal, ich glaube, wir machen kurz mal die Segel weg vorher. Nein, ich bin ready. Jetzt warte mal keinen Schall in die Buchse, ja? Wir gehen Vollgas voraus, ne? Das weißt du. Vollgas voraus! Natürlich! Okay, Achtung, es geht los! Wann denn? Yeah, jetzt! Okay, komm, dann wollen wir die nächste Insel. Oh, was für ein tolles Wetter. Die nächste Insel. Ist das da hinten? Das sind, glaube ich, nur Felsen. Nee, es sind nur Felsen. Kapuze, wir müssen die Segel in den Wind drehen, ne? Die frische Seeluft, oh shit. Ich sehe Richtung. Moment, ich muss auf den Kompass gucken. Richtung Nordwest ist eine Insel. Nordwest. Nur nach rechts sein, wir können nur von links. Rechts, so gesehen. Ich habe keine Ahnung, was Steuerbord und Backbord. Backbord ist rechts, oder? Oder Steuerbord rechts? Nee, Steuerbord ist rechts. Steuerbord ist rechts. Huh! Ja, so ist es im. Also Steuerbord. Hart nicht. Da musst du noch weiter nach rechts, das Ding. Weiter nach rechts. Diesen Felsen hier drumherum. Die sind nicht. Gebt mir Mühe. Herr Captain, du machst ja nichts. So, Herr Captain, ich hab ein tolles Lied für Sie vorbereitet. Ich mach jetzt mal, was Kapuze da nicht gemacht hat. Ich muss mich kurz konzentrieren. Herr Captain, schauen Sie mal. Ich seh den. Was ist das? Was ist denn das? Das ist auch ein Schiff. Oh Gott. Wie ein Schiff?
Schiffe werden geentert, das ist Regel Nummer 1 an Deck. Ich habe keine Ahnung, was der Rest ist, aber wir fahren noch einen Kunden dran, soll. Ich sehe hier einen ganz leichten Felsen. Ja, ich glaube nicht, dass das korrekt. Fels ist alles in Ordnung. Fels, wir betreffen keinen Felsen. Oh Gott, mir wird schlecht. Ja, jetzt gerade, ja, noch einen Ticken. Ich muss auch erstmal gucken. Ja, denk an die Segel, ne? Oh ja. Ich hab geschossen. Ja, wir müssen die Segel wieder richtig kaputt machen. Kaputt muss ich die Segel machen. Ihr müsst auch, denkt auch dran, dass ihr den Anker setzen müsst, um anzuhalten. Ja, ja. Es gibt keine richtige Bremse. Ja, guck, du siehst doch, nee, kaputt, du musst die Segel nur ins in Wind richten. Wir entscheiden nicht, wie lange es geht. Okay, okay. Ihr entscheidet nur, wie schnell. Genau. Achso, okay, okay, okay. Aber du musst. Achso, du. Stimmt, ja, macht Sinn. Von ran, aber wir steuern auf die Insel zu, richtig? Oh Gott, steuern auf die Insel zu. Ein Sturm, Kapitän. Vorsicht, Sturm. Denkt ihr auch bitte daran, gleich alles einzuholen. Da vorne ist eine Insel. Also da vorne ist auch ein Schiff. Wir können nicht mehr mit Hauptmast fahren, das ist zu viel Wind. Könnte auch, auf Gottes Willen, Leute, mir wird schlecht hier oben. Holt dieses große Hauptsegel ein. Ich hab den Namen vergessen. Ich kann mal den Fachbegriff. Oh, ich weiß Hauptsegel. Nicht, ob wir hier hin sollten. Das sieht aus wie eine Pirat. Denk dran, wir müssen gleich in Anführungsstrichen bremsen. Ich hab den Segel eingeholt. Krakenbord. Nee, das ich weiß nicht, wie gesund das wird. Aber ich sehe keine Besatzung oder keine Bewohner. Ich sehe Skelette. Wann müssen wir denn bremsen? Ich würde sagen, jetzt. Anker! Schnell! Anker! Achso. Ach du Scheiße. Kapuze loslassen! Katastrophe! Oh Gott! Ich zieh nach rum! Ja! Kein Problem, ich bin der Kapitän-Profis! Kein Ding, Jungs! Die Skelette hat es noch nicht interessiert. Ich komme jetzt mal runter. Okay. Okay, ich schieße mich dahin, oder? Man kann sich doch dahin schießen. Hä? Wie komme ich an die Skelette? Ja, komm. Wie? Nee, warte mal, guck mal. Hä? Könnt ihr das Boot noch ein bisschen drehen? Ach was? Ich komm hier nicht mehr raus. Ich kann ziehen von oben. Ja, alles klar. Gut. Ja, dahin. Ich bin angekommen, Leute. Ich bin da auch. Wie komm ich hier rein? Wie hast du das gemacht? So. Mit vorne ran und dann R drücken. Warte, ich werde mich rein. Vor den Käppchen nach rechts. Oh Gott, ja, ich hab die Kämpfe. Sehr gut. Achtung. Oh, aua. Matrosen, wollen sie auch oder soll ich? Ich geh rein. Mein Gott. Alter. Alex, hey, wie sind wir? So, wie? Ja, ich komme. Wie hast du das gesteuert? Linkskick. Wie heißt die? Ja, ich glaube, wie heißt die? Und, also, Use. Nach oben, Werner. Und jetzt. Okay. Oh, nicht so hoch. Das war ja voll erfolgreich. Okay. Es ist so gefährlich, wenn ich ins Wasser springe, wahrscheinlich. Nee, sind keine Eier, habe ich nicht gesehen. Alles klar, ich komme. Sie können doch schwimmen, oder? Mann über Bord. Kapitän. Okay, jetzt nehmt alles mit. Hier ist eine 8-Bananen-Kiste. Direkt geplündert, ja. Kapitän. Oh, da kommt noch ein Skelett, kommt da noch an. Guck mal. Da kommt ein Skelett. Wie ist mein Name? Ich brauch den echten Namen. Wie heiße ich denn? Captain. Du bist einfach der Captain. Oh, das ist aber frech von euch, ey. Captain Bad Eye. Aber nicht schlechtes Auge, sondern Fledermausauge. Das ist aber dumm. Das kann ich nicht mehr. Beinahe gestoßen. Ist ja wohl eindeutig, ey. Das ist eine freche. Alter, da ist ja grün bei Kapuze hier drin. Ja, wir haben unsere erste eigene Insel. Das ist schon mal erfolgreich. Super nice, das ging ja schnell. Das ist ein verschlossenes Tor. Captain, wir öffnen? Hilfe. Wo ist ein verschlossenes Tor? Wirklich toll. Das ist ein verschlossenes Tor. Achso, wir müssen natürlich noch erwähnen, dass es hier die Closed Beta ist und natürlich noch nicht alles enthalten ist, ja? Genau, also es geht eher darum, ein bisschen halt die Insel an sich zu erkunden. Du kannst nur Schätze bis dato suchen und halt PvP machen. Das ist so der... Genau. Ja, der Hauptfokus. Also es fehlen auch noch Monstertypen und so weiter. Ich frage mich, wo Kundran das verschlossene Tor gesehen hat. Denn ich weiß gar nicht, wo Kundran ist. Oh, ich habe was. Wenn ihr, bevor ihr überhaupt dieses Rondell betretet, kann man irgendwie nach unten gehen. Ja, hier Alex. Hier so. Ja. Das Wetter wird immer schlimmer. Ich hol mal meine Laterne raus. Ist hier nach oben geklettert oder unten? Nee, unten. Eingang unten. Aber keine Möglichkeit, da reinzukommen. Nee, auch, ich war noch nicht ganz oben. Okay, ganz oben bin ich. Die Seite ist weiter hochgekommen als das hier. Also hier sind überall Leitern, aber hier oben ist nichts. Okay, also ich denke, da bei dem kranken Watchtower sollten wir weiter. Das ist keine Loot-Insel. Vielleicht wurde die schon geplündert. Ich glaube aber, wir können nicht weitersegeln bei dem Sturm, weil wir volllaufen werden.
Nee, wir laufen auch voll, wenn wir stehen. Wie soll es enden? Nee, wir laufen. Also, wir sollten nicht da hinten rein. Guck mal Richtung. Geht's um. Was ist denn das hier? Ach, warte, ich kann den. Guck mal Richtung Alex, Norden. Ich schieß dich auch wieder rauf. Geht nicht. Das schießt zu weit. Achso. Guck mal Richtung Norden, da sollten wir nicht reinfahren. Warum? Wir können es einfach zeigen. Ich will dahin. Wir wollen dahin. Wir fahren Richtung Sonne, Moment. Da ist auch eine Insel. Moment. Warte mal, komm mal kurz runter, Dalu. Ja. Guck mal, du kannst hier, glaube ich, noch sagen, wo wir hinwollen vorher, ja? Du musst da hier hin und dann mit links klicken, wenn du zentriert bist, kannst du sagen, wohin. Okay, dann muss ich erstmal, da ist unser Schiff. Das ist auch unsere Route ungefähr. Hier will ich hin. Ich hoffe, okay. Das geht weg, die anderen Markierungen. Moment. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ach so, Moment, ich muss sie anvisieren. Ach, du kannst sie wegmachen? Ja, okay. Na ja, gut, okay. Aber ihr wisst Bescheid, ja? Captain, also, ich habe eine Schatzkarte gefunden. Westen, alles klar. Du hast echt eine Schatzkarte gefunden? Hier, in deiner Captain-Kajüte war eine Schatzkarte. Das ist aber... Was? Also ich würde nicht sagen, dass man sowas... Hier mal da liegt doch was. Oh, stimmt. The Stash of Captain Bones, das ist das, was wir hatten, oder? Ja, genau. Ah, dann wollen wir doch da hin, oder? Oh, was ist das jetzt hier alles? Wir lassen mal Dado das nehmen, ne? Das, Moment, das The Stash of Captain Bones, richtig? Ja. Wo kommt da habe ich jetzt ein Messer dran gemacht, aber ist das jetzt fest? Jetzt müssen wir uns... wir können voten mit F. Wir müssen voten. Ja, vote vor das Rechte hier. Das ist ja lustig, dass man muss hier voten muss. F drücken. Einfach F drücken, ja. F. Habe ich jetzt das Falsche. Irgendeiner hat das auch das Falsche, ja. Okay, wir haben gevotet. The Stash of Captain Bones. Boah, krass! Das ist Majin Dalta, Kapuzenwurms! Das war der richtige Plan. Okay, das machen wir jetzt. Oh, wir haben eine Map recovered. Dann gucken wir doch mal, wo das ist. Recovered? So, hier mit, wo ist die? Bei E? Ja, erstmal die Map angucken, oder? Aber wie guckt man die denn an? Ja, du gehst hin und drückst F. Achso, wow. Nee, die ist in deiner Tasche. Echt? Ah, mit E. E gedrückt halten und nach oben. Wo denn? Achso, ja, im Menü. E gedrückt halten. E steht bei mir. Direkt E, okay. Die guck ich hier jetzt an? Okay. Oh, wo? Und okay, dann habe ich die Insel. Hier kaputt, so, Lies! Oh Gott. Aua! Sorry. Er hat mir einfach nicht gesehen. Okay, jetzt geschossen. Müssen wir wissen, welche Insel das ist. Die ist bei A1 oben, richtig? Ist jetzt die Frage, ist die bei A1? Ja muss sein, oder? Ne? Kommt das hin? Ja, das. Nee, das kommt aber nicht hin, oder? Das ist so ein Schenkel. Mal, kann das sein, dass wir volllaufen? Kann das sein, dass die vielleicht nicht eingezeichnet ist? Leute, wir haben Wasser im Boot! Nimm die. Ja, weil wir im Sturm sind. Wir müssen schaufeln und Wasser. Die laufen wohl. Der Schatz muss ja bei D4 sein, aber es muss ja das sein. Aber kann das sein, dass die Karte nicht eingezeichnet ist einfach und deswegen wir eine Schatzkarte haben? Macht das nicht vielleicht Sinn? Vielleicht ist die Insel nicht eingezeichnet. Ja, wir haben aber ein anderes Problem. Jetzt wir sollten geh schaufeln runter und hol das Wasser da raus, Kapuze. Okay, Captain. Aber ich sehe kein Wasser. Wir segeln zur Not einfach mal nach D4 und gucken dann weiter. Okay. Müssen wir heute reparieren oder so? Nee, ich glaube, das ist wirklich das Regenwasser, was da oben reinkommt jetzt. Wie mache ich das Map-Menü zu? Ich glaube, ich komme aus der Map nicht mehr raus. Mit E oder F. Nee. Wie du auch reingegangen bist mit F. F, oh Gott. Alter, so viel Wasser, so viel regnet es nicht. Können wir oben nicht einfach zumachen, die Luke? Dann würden wir nicht... Wir können die Luke nicht zumachen. Das ist Holz. Das ist alles billig. Au! Der Blitz ist eingeschlagen! Ehrlich jetzt? Puttenplanken! Ja. Oh, haben wir ein Loch? Ich check den Schaden! Sollen wir... Herr Captain, können wir vielleicht mal losfahren? Das wird das nicht. Wetter wir auch nicht besser Sturm. Machen. Ja, gut, wir müssen den Sturm abwarten. Alter. Nee, dann lass doch einfach aus dem Sturm fahren. Er legt sich gleich. Ich kenne mich hier aus. Achso, oder? Ich rieche es. Riecht ihr auch die Düfte des Ozeans? Nein. Wo ist denn mein Holzeimer? Da. Oh. Wir haben Gott sei Dank kein Loch erhalten, oder? Durch das ganze Kram, was passiert ist. Nein, alles gut. Muss ich immer einen Eimer hochtragen? Ja. Es sieht mir unten nicht so aus, als würde da irgendwie Wasser rausgehen. Eben, deswegen. Doch, ein bisschen wird es weniger. Es war gerade schon mehr. Wir können nicht fahren. Glaub mir. Sind wir so voll? Nee, aber sobald wir losfahren, ist es da unten innerhalb von 10 Sekunden zu. Du hast recht, Konrad. Ich schau mal. Ich investigate. Ich sehe ihn da. Ja, guck mal die Mauern an. Auf dem Wasser, wenn wir ein Loch haben. Wir waren doch perfekt hier. Naja, vielleicht sind wir irgendwo. Liegt das vielleicht an einem Segel, was vorne noch auf ist, dass wir irgendwie Damage dadurch kriegen? Ich mach das mal rein. Ja, das Segel hinten ist noch offen. Ja, ich mach das mal rein gerade. Oh Gott, wir müssen hier weg, Jungs. Wir müssen hier weg. Auch, der Sturm ist gleich weg. Oh, ich glaube, der Kraken kommt. Was ist mit dem Steuerbord? Es ist ein Geist. Reitet es fest. Es spielt verrückt.
Vielleicht das Problem ist, wir sehen halt nicht, wo wir hinfahren gerade, weil es so dunkel ist. Wir fahren gar nicht. Ja, nee, wenn wir fahren würden. Alles klar, ihr Pfeifen, hisst die Segel. Ja, hisst die Segel. Wir fahren jetzt los. Hisst die Segel. Denk dran, wir müssen, ja genau, wir müssen ein Segel hissen, damit du drehen kannst. Am besten das vordere. Ja, hab ich. Okay. Hey, dann genau, jetzt Anker. In den Wind drehen. Nee, Anker noch nicht. Erstmal nur drehen. Ich nach dreh rechts es. Oder so. Ja, nach rechts. Mit Anker, 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 rechts, ein, oder? Anker ja. ein, Anker ein. Ich mach den jetzt, Anker ein. Mach jetzt Kapuzen nass. Nein, dann machst du das wieder alles hier rein. Anker ach so. Ich dachte, das spielst du dann ab. Okay. Touch. Kann man die auch auf Halbmast, also so Halbmast setzen? Ja, man kann das. Oh lol, das ist halt krass. Also ich lenke voll nach also rechts. Also auf Halbmast wär's gestorben. Das Schiff okay, nehmen wir erstmal sich nicht. Ja, ja, wir nehmen erstmal nur das erste, wir nehmen erstmal nur das erste Segel, ne? Jetzt geht's los, Dalu, jetzt. Jetzt. Warum dreht es nach links? Ich weiß es nicht, aber Anker! Nicht gut. Ich hab den Anker ist nochmal. Ist der Sturm zu krass? Ja, ist zu krass. Wir sind aufgelaufen, wir haben ein Loch. Was ehrlich ist? Ja. Jetzt hebt den Anker in die Luft, Mann! Nein, ich habe ihn wieder runtergelassen, weil sonst wäre voll ist, jetzt mal ohne Scheiß, ist der Wind so krass? Ja, der ist sehr krass, ja. Wir haben kein Loch. Aber ich habe ja einmal getestet, ne? Aua, der okay. Blitz ist gerade hinter mir eingeschlagen, glaube ich, hallo? Ich habe einmal ja getestet, als ich gespielt habe und bin in den Sturm reingefahren, war innerhalb von 10 Sekunden unter Wasser. Ich habe das Schiff, Leute. Wir sind gleich weg. Ich glaube, wir müssen einfach den Sturm abwarten. Wir nein, und Probleme. Jetzt volle Kraft voraus. Den Anker nach oben endlich. Volle Kraft. Anker nach oben. Schnell, bevor wir wieder durch die Wellen zurückgeschlagen werden. Guck, wir brauchen dich. Und dann hilf uns. Schnell. Das Ding ist super schwer. Au. Oh. Der Blitz hat uns beim Kacken erwischt. Okay, Anker. Wir müssen auch von vorne drehen, leider. Los. Ich hab voll Damage gekriegt, krass. Los, ja, meine auch. Boys! Wann habt ihr den denn? Jetzt. Der ist drin. Ja, es geht voran, ganz langsam. Okay, nur ein Segel, das reicht ja bei dem Sturm, oder? Ja, nee, hä? Oben? Ja, das. Weil wir sonst wahrscheinlich direkt weg sind. Nee, lass mich einer reparieren. Wir sind relativ schnell. Nee, wir sind nicht schnell. Wir haben keine Schäden. Ich glaube, wir haben vorne einen Schaden. Ja, wir gucken mal. Wir haben die Kuh noch an Bord. Nee, warte mal. Okay. Hier ist noch alles okay. Oh, was ist denn hier? Alles gut hier. Kann sein, dass das Deck unter Wasser ist? Nee, ist alles gut noch. Wir haben nur ein Segel draußen und du segelst gegen den Wind gerade. Genau, Kapuze dreht jetzt rein, es gibt gleich mehr. Das große Segel sollten wir, glaube ich, drin lassen. Volle Möhre! Wir sind schneller als der Regen. Von wo kommt denn der Wind? Von rechts? Ja. Schneller als der Regen. Ja, so ist gut. Oh, jetzt geht's los. Hört ihr, wie sie heult? Okay, dann machen wir jetzt mal richtig Power hier, oder? Ich sehe jetzt nichts mehr. Kunde, du musst irgendwie sagen. Kunde, du musst ansagen, ne? Ich bin am Wasser schaufeln. Du musst ansagen, wir fahren noch. Also ich gehe hoch, Alles gut. Okay, ich schau der Regen lässt nach. Seht ihr? Ja, ja. Das ist so der Regen. Also ich habe übrigens ein bisschen Angst hier oben drauf, wenn hier Gewitter ist. Unser Captain ist wieder geregnet. Gewitter. Okay, Regen hat auch so. Wenn ich groß bin, werde ich so wie mein Cap. Also, kommt was. Wir segeln Richtung Westen aktuell. Westen ist doch gut. Wir wollen auf A4. Das sehe ich. Ich sehe die Map nicht. Dann musst du runter zur Kader, einer. Warte, ich bin unten. Ja, mach also du, ich mach die Segel so lange. Oh, ist das schön jetzt hier. Das ist schon ziemlich geil, muss man sagen, wie es aussieht, also, oder? Ja, wir segeln exakt auf eine Insel zu. Ja, es ist eine andere Insel, aber... Das Schöne ist eigentlich, dass es gar nicht so leicht ist. Nee, ich seh's ja, ich bin hier unten. So, Entschuldigung. Der schießt dir die ganze Zeit, wir haben besoffen auf dem Boot. Nein, ich wollte aus meinem Fernseher wechseln, oder? Und ich hatte nicht... Nee, die vor uns musst du passen. Die Insel ist, aber weit weg. Das ist aber nicht die Insel, Dalu, die was wir wollen. Ja, wo müssen wir hin? Wir sind. Die Richtung stimmt. Ich weiß, dass der Kurs stimmt. Ich bin ja auch der Captain. Entschuldigung. Oh, die Morgenröte geht gleich auf links von uns. Die Morgenröte geht auf. Komm, wir küssen. Da war sie schon. Das ist schon krass, wie das aussieht hier oben. Wasser da unten drin, alles gut. Sehr schön. Was ist mit der Insel vor uns? Und dann? Ja, das ist eine Insel. Ja, du fahr ich drauf zu oder komm ich drauf vorbei? Nee, du fährst, wenn du noch ein bisschen nach links steuerst. Ja, nee, da kommen wir vorbei.
Und also wie weit ist jetzt Insel, unsere noch brauchen? Weg, die wir suchen? Ja, dauert noch. Wir müssen irgendwann, nach der Insel müssen wir sozusagen nach, ja, was ist denn das dann? Nach Nordwesten. Nach Nordwesten müssen wir eigentlich dann, oder? Ja. Nee, gar nicht wahr. Wir müssen immer geradeaus. Ja, volle Power geradeaus. Wer hat den Marker hier unten gesetzt? Der ist irgendwie falsch. Ich dachte, das ist die Insel vielleicht, die eingesetzt hat. Wer klatscht da Marker auf meine Karte? Wer bist du? Freshy, wie ist diese Insel, wo wir hin müssen? A4 heißt die Insel. Oh, was ist jetzt? Lone Warte, Cove? Ist das nicht die? Oh, oh, oh. Was ist Lone Cove? Guck doch einer auf der Map, wo wir sind. Ja, es ist I. Wir sind bei I gerade. D4 war es, glaube ich. Ich hab's markiert. D4. Was ist das rechts für eine Insel? Du hast es markiert? Ich hab's markiert. Okay, Pfeifen, komm mal einer, halt mal kurz das Steuer kaputt. Nur halten, ja? Okay, nicht ranziehen. Wieso lenken wir jetzt nach rechts ich auf einmal? Nur halten, Kapuze, ja? Okay. Ich geh ganz schön unten. Also ich sehe, warte, ich geb mal die Map frei. Sehe ganz links. So, aha. D4 ist noch markiert. Ja, da ist noch nichts. Scroll mal ran. Ja, genau. Vielleicht, weil wir eine Schatzkarte haben. Aber D4 steht auf jeden Fall auf meiner Karte. Also, okay, ich guck ganz mal die Karte 100 an. Pro. Kapuze, weg vom Steuer. D4. Sie haben ihre Arbeit sehr gut gemacht. Dankeschön. Warum kommt hier so ein Glöckchen? Weiß ich auch nicht. Das war der Wind. Okay. Steuer mal zu D4. Ich würde gerne wissen, ob da eine Insel ist. Also die Insel da hinten ist die falsche, wenn wir jetzt gerade ausfahren würden. Wie sieht es mit den Segeln aus? Sind die noch im Wind? Ja, volle Kanne drin. Ist dann so auch okay? Ja, sieht alles gut aus. Wenn irgendwer ein anderes Schiff sieht, direkt Bescheid sagen. Wir wechseln direkt den Kurs. Holy fuck. Die Kapuze? Wir reiten die Welle. Ja, was ist? Komm mit. Nein. Was machen die da unten, die Verrückten? Wir sind ganz nach vorne. Wir machen hier eine Challenge. So, wie weit sind wir noch weg von D4? Ich geh nochmal gucken. Also ich sehe auf keinen... Da hinten ist nichts. Wir müssen weiter nach rechts. Gut. So ungefähr 10 Grad nach rechts. Ja, ich hab das in der Kontrolle. Ja, wir sind ein richtiges Team. Warte mal, ich guck mal kurz ins Fernglas. Da hinten ist ja. Das könnte die sein. Vielleicht sind die nicht eingezeichnet, Alter. Ich glaube, die sind nicht eingezeichnet, die Schatzdinger. Das kann sein. Oh Gott, da ist ein riesen Klumpen Stein vor uns im Meer. Nee, alles gut. Nur nicht zu weit nach rechts. Wir fahren jetzt gleich wieder geradeaus. Das ist die perfekte Arbeit für einen Kundren, finde ich. Rumstehen und umgucken, das ist meins. Das ist richtig deins. Alter, das wackelt aber ganz schönes Ding, ey. Ja gut, wir sind doch am Meer, Alex. Unser Schiff wird nicht untergehen hier. So, Captain, warte mal, können was das? War denn A4? War das A4, D4. Captain? D4. Unten auf der Karte kannst du gucken. Da müssen wir mehr nach rechts jetzt. Sonst stimmt. Wir müssen jetzt mehr nach rechts. Wenn wir jetzt schon mehr nach rechts lenken, dann... Wir müssen. Aber zumindest das sagt die Karte, oder? Also wir fahren eigentlich genau auf die Insel zu. Ach so. Aber die sieht mir nicht wie die Insel aus, die wir suchen. Nee, es ist auch eine andere. Es ist... Aber dahinter sollte das sein. Dahinter sollte D4 sein. Hinter dieser Insel. Wo wir jetzt gerade zusteuern, dahinter, ja. Oh, Alter, die Wellen! Schau ja mal kurz wir geradeaus. Wir sollten mal ein bisschen. Ja, weil rechts ist so eine kleine. Okay, wir nehmen mal ein bisschen Gas raus, würde ich sagen. Okay, sollen wir ein bisschen Mittel, das rein? Ja, nur das mittlere, oder? Weil das größte ist. Ich kann trotzdem ein bisschen. Ja. So, machen wir das mittlere rein, dann sind wir langsam, dann können wir gucken. Hinter dieser Insel sollte es sein. Na, das könnte die kleine. Oh, und was kommt? Da jetzt, wir sind gleich in die 4 drin. Wir sind gleich in die 4 drin. Sandy Sallow. Das sieht aber gut aus, da die Insel rechts, oder? Ist das vielleicht das ist dieses winzige Ding da, hier rechts? Ja. Captain, schauen Sie mal die meinst Form du das hier rechts? Oh, Vorsicht, da ist eine Sandbank. Das könnte die vorbei sein. Ja, da kommen wir dran vorbei. Okay, das hier könnte es wirklich drin sein, die Sandbank. Jetzt ohne Scheiß. Kapuze, zieh mal den Anker. Leg mal den Anker, ich gucke auf die Map. Denk dran, du musst das Ruder halten, wir reißen rum. Mach dir nicht in die Hosen, ja? Jetzt will ich das erste Mal hier auf dem Schiff stehen. Also, wenn ich. Man kann die Karte umdrehen. Hasse? Okay, ich habe die Map in der Hand. Das sieht gut aus. Ja? Ist es das? Nee, sieht nicht gut aus. Wir brauchen viel mehr Felsen. Viel mehr. Es sei denn, das Ding ist schon untergegangen vor langer Zeit. Wir können uns doch rüberschießen. Wollen wir uns trotzdem mal gucken, was da ist? Bei 1, 2, 3. Ja, wir können ja mal hinten schwimmen. Kann ich von hier oben ins Wasser springen? Komm, das geht. Das ist das rechts da. Unser Captain über Bord! Captain über Bord! Pass auf, das kennt unser Schiff stiegt. Gucken wir mal vorbei. Ich hab den Schlüssel mit. Perfekt, na, da kann nichts passieren. Das Skelett muss erstmal sterben da. Ja? Ich sehe das. Ich einmal snipern. Achtung, das. Pass auf, mein Captain. Ah! Schau mich um. Haben wir eigentlich eine Schaufel dabei? Ja, wir haben eine Schaufel. Wir haben alle eine Schaufel. Oh, wir haben hier Cannonballs, ich nehme die mal mit. Oh, wie geil das hier aussieht eigentlich, ne? Voll schön, ja. Guck mal, da hinten ist so eine Rieseninsel.
Oh, hier sind jede Menge Kanonenkugeln, Alter, Leute. Das sieht super schön aus. Und Holz. Ne? Holy shit. Nehmt die Kanonenballs. Oh ja, das ist echt hübsch hier, ne? Oh, das holy shit. Irgendeiner schießt hier mal von euch. Da. Der Captain darf schießen. Noch mehr Kanonenkugeln. Ja, doch keine Waffe. Ihr könnt die übrigens beim Schiff einlagern. Wir können hier mehrmals hin und her und die Kugeln alle einlagern im Schiff. Achso, ne? Ja, das sollten wir. Diese, ja. Wir können Felsen, nur sechs der haben. Da vor uns ist. Ich kann keine. Könnte das der Felsen sein, der auf der Schatzkarte als erstes kommt? Der dicke nicht. Hier? Müsste ja in G2 schon anfangen. Das kann doch gar nicht sein, die Map ist doch nicht. Scheiße, jetzt würde ich gerne unsere Karte nochmal sehen. Haben wir die vielleicht falsch gelesen? Hier, Captain! Wo sind Sie denn, Captain? Da ist hinten unser Captain. Ich halte Ihnen die Karte, damit Sie besser lesen können. Okay, warten Sie mit dem Scharfschützengewehr, damit ich näher ran so. Ja. Aber das könnte tatsächlich nicht sein, oder? So wird das gemacht. Hier haben wir noch Cannonballs hier. Legt man die Sachen ab? Alex, ich kann keine mehr Kiste. Nehmen. Ja, wir sind voll, wir müssen das abgeben. Aber wir sind voll, oder? Mit dem Schiff? Ich halte denn die Karte, wenn die besser, wie das ausgeschaut hat. Ich nehme erstmal noch eine Banane mit, ja? Oh Gott, ich habe gegen die Finger gehauen. Das ist wichtig. Doch, kann man. Schade, dass man kein kleines Boot noch hat, so ein Paddelboot. Das ist aber kleines Boot im Schiff. Ja, das so, um zu die Insel zu kommen hier, damit man nicht schwimmen muss. Der Captain, kommen so, Sie? Ich hasse Wasser. Mal gucken, mal auf die große Map da unten runter. Ich freue mich oder schon aufs Saufen. Ja. Erstmal alles einlagern, was wir ich wollen habe. Einen Schatz, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, ja. Hier, Stock. Hier kann man storen. Wo kann ich storen, Alex? Hier unten. Mit welcher Taste? Die Kanonenbälle in die Hand nehmen mit Dings. Ach so, okay. Und dann kannst du einfach R drücken. Klick einfach alles ab. Empty. Ah! Bananen kann man hier irgendwo, glaube ich, auch ablegen, oder? Ja, hier, Bananen. Oh, guck mal, wie viele Cannonballs wir geladen haben. Sehr so, cool, wie viele Bananen? Ja, komm, zwei Bananen behalte ich mal. Ich will jetzt nochmal hier den Kartenraum sehen. Also, die Map. Halte ich mich mit Bananen? Ja, guck mal, das geht gar nicht. Ja. Okay, also wir haben schon mal rausgefunden, dass das mit der Karte nicht möglich ist. Denn, laut meiner Map müsste bei G2 und 3 die Insel drauf sein. Ja, das ist und das groß. Geht ja gar nicht, weil da okay, ist eine andere ist also Insel fake. Noch drauf. Man das heißt, das Aussehen ist nur wahrscheinlich die Größe der Insel, die damit angegeben wird. Dass sie so und so viele Felder groß ist. Vielleicht ist die. Könnte das sein? Vielleicht ist sie drauf aufgezeichnet. Wir müssen. Ja. Warte mal. Guck mal, da unten, wo ich jetzt bin. Guck mal hier. Das sieht das so aus, oder? Das ist ein Mond. Nee, zu groß. Wie komme ich wieder raus? Also Alex nutzt die Map gerade. Alter, das ist super anstrengend. Die Map müssen wir von oben das Licht reinkommen. Und die eine Seite ist vollständig mit Nein, mit lass Stein. Sie nicht ganz unten rechts sein, bitte. Nee. Ja, wir gucken jetzt. Nein. Nee, ist er auch nicht. Die sieht so ein bisschen so aus wie so ein Knochen, ne? Lass mich mal schauen hier. Nein, das ist sie auch nicht. Nee. Da ist sie! Das ist sie, das Skirby ist sie. Island! Ja, da, genau. Wo ist sie? Ab in den Süden. Ist sie weit weg? Ja, sie ist sehr weit weg. N4? Alter, N4? Doch, die ist sie. Nee, das geht. Nee, die das geht einfach nur nach rechts. Na, dann auf dahin, oder? Okay. Oh, setz die Segel. Wir waren schon dran. Man sieht ja unsere Route, die wir gefahren sind. Okay, wir waren an dieser Insel. Wie komme ich denn hier nochmal raus aus der Karte? F. Ah. Wir waren an der Insel. Gabuzza wieder mit dem ersten Segel vorne und dann geht's los. Wir waren okay. Schon vorbei. Ich hol den Anker wieder ein. Ich brauche ihn. Nein, erstes Segel. Leute. Gabuzza, erst das Segel. Erst das Segel, braucht doch den Anker. Ja, was willst du ohne Segel? Na gut, ich mach ja, das Segel mach ich. So ihr kannst ja damit machen. Alle Segel runter, auf geht's. Nee, nicht alle. Eins erstmal ja, zum Anfang. Natürlich alle. Alle nix. Runter. Der Captain, sprechen Sie ein Machtwort. Ich nehme auf jeden Fall noch mein Segel hier hin. So, auf geht's. Okay. Anpacken und los. So, Kompass, okay. Wir müssen in den Osten. Okay, ja, wir fahren einmal rum, umdrehen das quasi. Richtig? Ja, genau, wir fahren einmal wir um die drehen Insel dann links um. Ne, wir drehen links um. Achso. Das ist wegen der Sandbank zu heißt, gefährlich. Okay. Kapuze, bleib so lange vorne fürs Drehen vom Segel, ne? Ja, vielleicht super drehen. Nach rechts drehen. Ja, das war eine schöne Tour schon mal, ja? Richtig, bis wir den Schatz gefunden haben. Wir haben schon einen Sturm mitgemacht. Okay, ja, wir haben jetzt auch das Kartenlesen gelernt. Kein Problem für uns, ja? Die Crew ist... Sind wir Peace, gut, ja? Ey, also... Man nennt mich auch Ruffy. Problem ist, wir segeln gegen... Ich hab kein Schiff gesehen, ne? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Naja, wir segeln aber so gegen, viel das, Kanonen gegen den Wind, Kugeln, oder? Ey, die haben keine Chance gegen uns. Die haben echt viel Kanonenkugeln. Du musst im Zickzack fahren, Dalu. Lassen Sie mich da noch machen, ja. Ja, weil wir gegen den Wind segeln, sonst können wir ja schlecht. Wir drehen ja nur. Und dann zieh ich weiter nach links.
Und dann hole ich immer wieder den Wind in die Segel und drehe mich immer, ja? Das musst du uns sagen, weil wir müssen jedes Mal die Segel drehen. Im Gegenwind gerade. So, jetzt bitte das Paddel, was ich dir da hingeworfen habe, Kapuze. Ja. Ja, und Paddel. Wo ist denn das Paddel? So, und Segel ist, Segel ist nach links gesetzt. Und ja, eins. Ich werde jetzt auch sozusagen da Paddel? Schwung holen. Ja, alles klar. Ja, wir kriegen Schwung. Dann höre ich das Hauptsegel jetzt auch, ne? Ja, jetzt das Hauptsegel. Es ist gerade gar kein Wind eigentlich. So, wir haben so ein bisschen Südwind, oder also was, so Wind kommt aus. Ja, komm gleich, das Schiff ist gleich schräg, wenn das Hauptsegel draußen da ist. Das wir kommt. Sind voll drin. So, auf geht's. Jetzt wird das Schiff gleich sinken. So ist richtig, so ist richtig. Okay, es reicht nicht. Wir kommen aber an dem Stein auch dran vorbei, alles wunderbar. Aber wie schön das aussieht tatsächlich. Also, es sieht voll geil aus gerade. Schön, guck mal, von hinten so. Perfekt im Wind sind die Segel. Also, das ist schon ein schönes Spiel. Schön ist es auf jeden Fall. Ich mag den Stil. Ich will jetzt noch. Ich snipe jetzt noch ein Skelett weg. die droppen übelst doll. Wo ging die Hand hin? Hast du weggesnappert? Ja, den dahinter. Nicht den du gesehen hast. So, auf der anderen Insel. Musik! Wunderbar. Nee, das ist erst, wenn der Kampf kommt, Alex. Okay. Das ist eher besser. Kapuze, siehst du hier? Da den Schatz, den ich eingezeichnet habe. Oh, ich habe mich geirrt. Ah. Das ist unsere Belohnung, danke. Oder was wir mitkommen? Sind das hier Minen? Nee, Minen! Das sind Fässer. Das waren Fässer. Okay, die kann man wahrscheinlich einsammeln oder so. Ja, wahrscheinlich. Kapuze, einsammeln. Ja. Wir brauchen Info, bitte. Ich sehe eine Insel vorne. Ja, alles gut. Soll ich mal über Bord hüpfen? Kapuze, ja, halten Sie mal machen. Ausschau nach anderen Schiffen. Kapuze, stell dich mal hier hin. Komm mal her. Kommen Sie her. Stellen Sie auf die Planke. Weiter vor. Und jetzt springen sie, sonst werden sie getötet. Kundran-Info. Ja. Wir machen die Titanic. Einen kleinen Ticken nach links. Nein. Okay, wir gehen wieder. Ich hab schon wieder vergessen, ich glaube Backbord war links. Steuerbord ist reicht, rechts. Reicht, passt alles also. Alles gut. Oh, hier ist es. Oh, Schräglage, geil. Wie weit das Segel nach links geht. Oh. Was kommt jetzt? Boulder Gate. Das ist hier das winzige Ding hier links? Rechts. Links diese... Nein, ist das winzige Ding auf Steuerbord. Was sind da welche? Ah, oh, Skelette. Ich dachte, es waren das Skelette. Oh, aber ich hab. Die lassen wir in Ruhe. Weiter geradeaus. Volle Kraft wie voraus. Kommt der Wind? Ja, ich sehe die Insel, glaube ich. Alles klar. Der Wind kommt, okay. Wieder ein bisschen Richtung Steuerbord einlenken, bitte. Okay. Ist Steuerbord links oder rechts? Steuerbord ist rechts. Das hat dich nichts anzugehen, Matrose, ja? Das musst du Matrose. So, jetzt wieder gegen den Wind auf jeden Fall. Ich kann das Segel nicht drehen. Also nein, da können wir nichts machen. Oh, jetzt haben wir Gegenwind. Ja. Kapuze bringt nichts, was du machst. Also, wir können nicht. Stimmt. Wir können näher. Wir können wenig. Schwimmen. Es sind nur noch 500 100 Meilen. Meter. Okay. Ich komme mal kurz hoch und bring dir eine Banane vorbei. Ich hab noch eine, danke. Von wo kommt der Wind? Ah, der kommt okay, genau von vorne, wieder. Ne? Ja, er kommt fast genau von vorne. Oh, er kommt so halb rechts. Ich kann nicht mal reinlenken und Kurven fahren. Ein bisschen steuerwortmäßig. Komm schon, Wind. Vielleicht dreht er der Wind noch. Kapuze, hast du nicht diesen Windstab mitgebracht? Wo ist Nami? Wo ist Nami? Ja, genau. Ach, ich trinke jetzt was. Das war dein Einsatz. Oh, ich hab mein Alkohol ist leer. Das kann nicht sein, mein Alkohol ist leer. Ich hab was anderes gefunden, Captain. Hier. Achtung, warte mal. Nee. Genau, machen wir ein bisschen Musik. Geil! Yeah, boys! Oh, ich bin nicht an Steuer. Ich bin besoffen, glaube ich. Warte mal, man kann ja noch das hier machen. Ach, scheiße, ich kann nicht, weil ich besoffen bin. Mit Z kann man tanzen und so. Dance. Ja, hey, wir tanzen, sich aber selbst tanzen so viel nicht. Doch, man sieht sich. Sie tanzen ja wunderbar. Captain. Oh Gott. Wie sie tanzen beim Schwimmen. Also ohne meine Musik ist deine Mucke echt traurig. Ja, ihr müsst alle aufhören und gleichzeitig wieder anfangen. Sad. Das ist das nächste Lied. Hören Sie auf. Das ist gut. Okay, wie tanze ich? Mit Z. Das ist das beste Lied, ey. Ich tanz doch, also hier. Yeah, yeah.
Ich muss das anders aussuchen, wa? Hier. Captain, schauen Sie, wie ich tanzen kann. So, ich nehme mal wieder das Fernglas. Oh, wir sind gleich da, oder? Ah nein, das ist das Ding links. Balls. Die Sonne geht schon wieder unter? Wir holen unseren ersten Schatz bei Nacht. Oh, das wird schrecklich. Nicht da hinten ein Schiff? Wo ist mein Fernglas? Ja, das ist ein Schiff, oder? Fernglas. Wo ist denn das? Nee, ist was anderes, okay. Rechts unten. Ich glaube, wir müssen ein bisschen nach Steuerbord. Alles klar. Noch wenn wir unten einer auf die Map gucken können. Nee, oder ist das hier vor uns? Einer mal bitte auf die Map gucken. Kann einer auf den runter? Ja, kein Wunder. Ich sehe, das ist halt leicht neblig. Ich sehe die Insel. Warte mal, nicht mehr so was waren die? Also nee, bleib links. Mal gerade. Oh Gott, das ist links. Wir müssen mehr links. Wir müssen links. Mehr nach links. Backbord. Ja, richtig. Und da hinten ist auch ein Sturm. Ja. Ist ein riesen Kloß. Bisschen mehr nach links und dann sind wir da. Ja, das ist die Insel da. Okay, ja, genau. Das ist die Insel. Und einfach jetzt. Noch ein Stück, weil sonst fahren wir gegen den Felsen. Jo, so. Ja, jetzt denk dran, Leute, das ist kein Auto. Ich kann nicht direkt weg. Keine Servolenkung, Boys. Was haben wir hier für ein Schiff mitgenommen, wenn das keine Servolenkung hat, ey? Keine Servolenkung. Okay, aber jetzt. Ich kann den Schatz schon schmecken. In die Richtung hier. Hm? Da ist sicher eine Jungfrau drin. Wunderbar. Wenn die jetzt immer noch in der Kiste ist, Hey, schau mal, Alex, ihr von unserem Captain der Fuß an. Lol, stimmt. Was? Du machst den Bein hoch. Wo sind denn hier andere? Ganz Schiffe? Leicht Steuerbord. Oh, ja. Ganz leicht. Wir fahren die ganze Zeit gegen den Wind. Das ist doch dauert Jahre, bis wir ankommen. Ja, dann musst du ihn umdrehen. Wind. Wir können nichts hier drehen. Oh Gott. Wir müssen eigentlich zickzack fahren. Okay, reicht so. Stopp. Aber zickzack okay, bringt leider gar nichts, lassen. Wenn er genau von vorne kommt. Hier kommen wir nie rüber. Doch, natürlich bringt es doch dann was. Also weiter links und dann wieder weiter rechts. Das dauert halt auch genauso lange Zeit in dem Spiel. So, ich bring mich jetzt um. Es war schön mit euch. Was soll denn das hier für eine Felsformation sein? Welche Insel ist denn das? Theoretisch da geradeaus durch müssten wir. Das müsste die Insel sein, hoffentlich. Richtig, das ist die Insel. Das ist die Insel, David. Zwischen den beiden Felsen hier durch. Genau, die da vorne sollte das dem sein. Sturm entgegen. Eventuell noch einen kleinen Ticken Steuerbord. Ich weiß nicht, ob wir den Felsen da links uns treffen. Okay. Wir kriegen den Sturm nicht gebändigt. Oh, wir müssen ja bald das Dings ziehen, ne? Ja. Ey, und jetzt noch ein bisschen links und dann sollten wir da sein. Also ein bisschen links wäre da schlecht. Das ist es. Scurvy Island. Ich zieh schon mal das Segel ein, das Hauptsegel. Was? Wir sind doch noch nicht da, oder? Oder ist das hier links? Das ist noch ewig weit. Ich glaube, das ist die große, Leute, nicht das kleine. Nein, links das kleine. Doch, das Nein, ist das kleine Wiesen. Das müsste das kleine sein hier. Oh, echt? Nein. Eigentlich laut Map unten, ja. Es ist das kleine, ich bin gerade unten. Es ist das. Es okay, ist das, links. Ist es das ist es wirklich, Kundran. Okay, dann links ziehen. Was ist das hier links? Ja, das, einmal das ist es. Oh. Alles klar. Leute. Bist du am Steuer dran? Okay. Ja. Nein, bist du nicht. Okay, Boys. Alles klar, oh, das ist es. Wartet! Oh Gott! Rein jetzt! Wir sind doch noch gar nicht safe! Egal, wir holen uns den Schatz! Ich mach Musik unter Wasser! Gehört mal! Ein Unterwasserinstrument! Weiter so! Skelette! Ja, Skelette rechts! Alter, ist das schlimm! Oh ja, so. Skelette! Warte, noch nicht buddeln, bitte. Es läuft doch nicht zu. Nein, noch nicht zu. Wir sehen ja auch gar nichts gerade, deswegen müssen wir die Skelette. Also, oh, okay, einer los. Nimmt jetzt gleich bitte eine Laterne in die Hand. Ja, hier, Skelette-Kill. Okay. Kaputt zu machen. Okay, ich hab. Warte, ich muss hier so. Kleiner Moment, ich muss mich. Du sagst nur, wo ich graben soll. Warte, wir müssen da erstmal noch hier Sachen sammeln. Warte, ich muss nochmal kurz runter. Warte. Da, ja, ich hab's gleich. Okay. Ich glaube, hier ist der Schatz. Klar. Hier ist der Schatz, mein Kapitän. Oh, ja, gut. Ja. Wunderbar. Sehr gut, Captain. Boah, super gemacht, Captain. Bruder, heb den raus, heb den. Grund an mehr Stärke. Muss man neu drücken. Ja. Kapuze hält das Licht, ich guck, dass er alles richtig macht und die beiden wollen. Oh, was ist da wohl drin? Wir haben den ersten Schatz. Tschüss! Ja. Okay, zurück zum. Machen wir auf der Schatzkiste. Ja, zurück zum Schiff. Wir haben noch ein paar Sachen mit hier. Ja, ich leg den nochmal hier ab. Wir können auch hier ein bisschen was mitnehmen und dann müssen wir den abgeben. Bei dem coolen Handel. Ich versteck den schon mal sicher. Ja, bring den schon mal. Ja. Bring den schon mal zum Schiff. Jetzt siehst du so im Hintergrund, wie die Segel so raus. Die Leiter wird eingeholt. Ja, und wir rennen rein. Bananen rum. Bisschen lutschen. Hier hinten sind noch
Haben wir alles? Ja, wir haben noch Kanonenkugeln hinten. Okay, sehr gut. Kanonenkugeln braucht man jetzt. Ich glaube, wir sind jetzt gemarkt, ne, mit dem Ding. Auf der Map. Wir müssen die Kiste immer alle... Salo, vergräb den Schatz wieder für spätere Zeiten. Nein, der liegt da noch. Nimmt den einer mit? Ich dachte, du? Ich trage euch den Kapuzen. Komm her, trag den Schatz. Okay, wo ist er? Hier bei mir. Wo ist er denn, oder? Ihr tragt die Kiste, die ist schwer. Ich trag die Kiste. Ja, trag doch die selbst. Oh, die ist schwer. Oh Gott. So, jetzt streng dich an. Im Wasser auch noch. Was ist denn das für... Wie soll... Oh Gott. Kann ich die Leiter damit raufkommen überhaupt? Ja, kannst du. Ich hoffe, hier sind keine Haie. Ich will nicht Shift drücken. Ich habe Angst, dass ich ihn vielleicht droppe oder so. Nee, passiert nicht. Wenn du den Schatz droppen solltest, dann hebst du den vom Grund. Ja. Das sieht voll geil aus unter Wasser, hab ich mal gesehen. Vorher kommst du nicht wieder hier. Ja. Ja. So. Wir bringen jetzt den Schatz noch weg. Nee, du verlierst den Schatz. Nee, eh nicht. Komm her. Hier. Okay. Nein, man hält ihn auf, man hat ihn kurzzeitig auf dem Rücken. Hier. Komm, ja, hier rein. Die Bananen hin. Legen sie den ab. Drop. So, jetzt brauchen wir eine Safe Island. Island. Ja, wir bringen das Ding jetzt zurück, Island. Das ist nicht so weit. Ja, ich markiere das auf der Map, damit ihr das unten seht, wo wir hingehen. Okay, alle an die Map ran, wenn der Captain dran war. So, jetzt ran an die Map. Aha, warte, ich muss erst hier gucken, wo unsere Insel von... Ja, ist Krakens Watchtower, dann ist das hier, wo ich hin will. Daggers Tooth Outpost. Also Richtung Südost. Jop. Alles klar. Okay, dann auf, also nach wie oben. Wie sieht die aus, die Map? Okay. Wir müssen am Kragen Watchtower fahren. Ich bin ja hier vorne. Wir haben schon wieder Gegenwind, nice. Ja, lenkst du schon gegen? Ja. Ja. Weil ich muss das Segelfeuer noch ein bisschen rausmachen, sonst sind wir direkt wieder weg. Ach stimmt, wir haben schon wieder Gegenwind. Ist ja nicht zu fassen. Okay, ich helfe dir, Kapuze, ich komme. Ah, das ist so schwer. Was ist denn die Schatzkiste jetzt in Anker? Ja, die Schatzkiste ist richtig schwer. Boah, jetzt geht's los. Da muss ja Millionen drin sein. Dahin. Alles klar, da ist der Watchtower, ich sehe ihn. Genau, wir müssen an dem Krakens Watchtower vorbei. Was, da hinten ist noch ein Riesensturm, hoffentlich fahren wir nicht rein. Geh mal dem Wind entgegen. Na super. Wir haben ein bisschen Pech. Ich glaube, wir können jetzt Segel drehen, Kapuze. Ja, nach rechts. Ja. Damit wir da möglichst schnell den Wind haben, den frischen. Ja. Affenzahn, den wir hier drauf haben. Wo gehen wir denn eigentlich hin? Also die kleine Insel da vorne? Nee, das ist unser Watchtower. Wir bringen das zurück, da wo ich euch angeheuert habe. Ah, wir die Schatzkiste abgeben. Ich glaube, wir kriegen nicht genug Wind da hier rein. Ich dachte, wir können aufmachen. Wir haben gleich gesagt, wir geben den ab. Sozusagen. Genau. Wow. War das Alarmglocken, dass wir Gegner voraus haben oder so? Nein, kreisen die Geier. Das ist ein Riesenkraken da hinten. Was? Wo? Da hinten ist ja schon wieder Sturm. Oh Gott. Sind wir schon wieder gegen? Ja, wir sind schon wieder gegen den Wind. Wir haben gerade ein bisschen Pech. Über was fliegt? Das ist ein Riff? Da geht ein Schalo, wir müssen ein bisschen Zickzack fahren. Wir kommen gar nicht voran hier. Wo ist ein Riff? Wir genießen die letzten Minuten, die wir hier als Crew verbringen. Richtung Südwest ist ein... Feuer ich euch. Da, wo die Vögel drüber schweben. Ich guck wieder in der Kneipe, ob da wer Neues ist. Ah! Kunde, du hast recht, da ist ein Riff! Rechts von uns. Wo ist denn wollen wir rechts? Wir looten noch das Riff, da gibt es nämlich noch einen Schatz. Dann rechts um. Bei den Vögeln. Ach du Scheiße. Yeah. Wir holen es. Da können wir auch ein bisschen Wind mitnehmen. Schaffen wir den Dreh? Ja, locker. Das geht locker. Ja. Das hier ist Krakens Watchtower. Oh, wieder so ein Ding, okay. Achtung, da ist noch ein Skelett. Das geht gleich richtig ab da, ne? Warum? Ja, weil wir gleich voll im Wind sind. Jetzt sind wir voll im Wind. Genau, ihr müsst euch gleich bereit machen, schon langsamer zu werden. Okay, ich drop. Sag mal, ich droppen soll. Ich keine Sniper mehr. Ein Segel raus. Ja, ich mach das große rein. Das reicht nicht. Alle. Ja, wir können. Nein, wir können nicht alle gleichzeitig. Nee, das nicht, aber wir kommen gut hin. Ja, wir haben es gleich. Ja, sieht gut aus. Guck mal, zwei Segel sind super langsam auf einmal dann dagegen. So, Kapuze, darfst gleich einen Anker ziehen, ne? Okay. Aber noch nicht. Ich schieße ein paar Vögel vom Himmel. Ob das so geht? Oh, wir kommen noch gut an. Nicht. Guck mal, ist doch nice. Ja, jetzt kannst du Anker ziehen. Und beim Sonnenaufgang. Soll ich droppen? Und Anker. Ja. Anker. Haben wir mal unter Deck geguckt, ob wir ein bisschen Wasser drin haben oder so? Ich guck mal nochmal nach, ob alles okay ist. So, ja, ein bisschen feucht ist es. Das ist gut. Feucht ist immer gut. Okay, rein. Ja.
The Wreck of the Forsaken Serpent. Davon habe ich gehört in den Geschichten. Ah, das war mein Bruder. Die alte Nan hat darüber erzählt. Die alte Nan. Die Nanny? Hat das Lachen Nan gehört? Oh Gott, das ist der Fluch der alten Nan. Ich glaube, das ist ein Fake. Unser Schiff ist weg. Hä? Da ist ein... Alter, das Lachen, woher kommt denn das? Take wooden plank. Sagt uns das an, wo hier vielleicht was ist. Take castaway chest. Ich hab ne Kiste, Da ist mit. Ein Haifisch, ein Hai. Hinter wo? Mir, hinter mir ein Hai. Oh Gott, zwei Haie. Hier, ihr müsst oh Gott. Ich rette den Schatz, ihr müsst wie viel Luft habe ich eigentlich? Da hier oben ziemlich viel. Schiff kann man Luft holen. Kundran, hilf mir. Hinter mir ist ein Hai. Ich hab ne Schatzkiste. Ich glaube, ich werde ertrinken, wenn ich nicht weiß, wie ich Luft hier ist Luft drin. Nach oben gucken und dann einfach schwimmen. Kapuze! Da ist Luft drin im Boot. Oh, ja. Du hast es gerade so geschafft. Oh, shit. Okay, ich hab noch eine Schatzkiste geholt. Okay, du hast auch auf unser Schiff schon gebracht? Ja, ist da. Aber pass auf, das sind Haifische. Ich hab das Wrack nämlich sonst komplett durchsucht. Also zurück, oder was? Ja. Das sind Haifische. Es gibt noch Kisten. Also die Frage ist jetzt, wie wir zurückkommen. Ja, genau. Erstmal bin ich jetzt oben wieder. Ja, erstmal hier oben warten kurz. Alter. Ich hab sie wieder in die Kapitänskajüte gebracht. Sehr schön. Wo sind denn die Fische? Das Wasser gar nicht mal da. So einfach direkt zu steuern, ey. Ich seh den Hai. Oh, zwei Stück. Eine richtige Bestie ist das. Oh, ich hab ein Lachen gehört. Oder war das eine Möwe? Hai von rechts. Was? Oh Gott. Oh Gott. Nicht doch. Ich hab den Hai angeschossen. Ich hab ihn auch angeschossen. Um ihn abzulenken. Ich hab nur noch einen Tod. Ich glaube, er ist down. Ich bin tot. Dein Hai ist down. Was ist mit dir? Wir haben zwei Tote. Okay, dein Hai liegt da, Kundran. Aber Kundran hat was Schönes zu zeigen. Carry of the Damned. Ja, okay. Nicht spoilern, ne? Ja, okay, ich weiß, was passiert ist. Ja, ich auch, aber... Okay, wollen wir versuchen, rüberzukommen? Das ist kein Lachen, das waren wirklich Möwen. Siehst du den anderen Hai noch? Ich guck mal kurz im Wasser. Ey, er ist am Schiff. Pass auf, ich bin der Captain. Hast du das Scharfschützengewehr? Lad's nach. Ich hab kein Scharfschützengewehr, ich hab nur sowas. Dann würde ich sagen, du gehst ins Wasser und ich schieß den Hai ab. Okay, viel Spaß. Ich hab ihm einen Header gegeben. So nennt man das bei dem Piraten. Ich hab ihn auch nochmal getroffen. Der ist down. Der ist nicht down. Das ist der Große. Ich bin aus dem Wasser raus. Ich hab ihn. So, tschüss, Boys. Anker drin. Tschüss. Nee, nee, nee. Oh. Nikolai, wo ist Kundran wieder bei uns? Kundran hier. Sehr schön. Hab ich mein Zeug noch? Ihr habt sogar mein Zeug noch. Ja, du behältst noch alles hier. Schau mal, Captain. Jawohl, wir haben noch so ein... Siehst du, wie geil, oder? Da ist sogar noch ein Schlumm. Wo müssen wir denn jetzt hin? Okay, jetzt müssen wir, Ich setz schon mal den Kompass. Es geht Richtung Osten. Wir müssen einfach nur Richtung Osten. Ist das gut vom Wind? Ja, es geht, ist okay. Ja. Wie, dann ist es die falsche Richtung. Wieso? Wenn der Wind einmal gut gedreht steht, sind, kann das nichts sein für uns. Ach so, das ist richtig. Richtung was? Vertrau mir, ich kenne die Gewässer wie meine Westentasche. Boah, das Ding dreht sich wie ein. Wir müssen uns ein neues Schiff holen. Okay, wir sind. Naja, gut, wir haben zwei Schatzkisten, das geht aber locker. Hm? Ja, aber will das ich doch hoffen. Das ist doch locker drin. Wir sind voll im Wind. Ja, sieht sogar so richtig gut aus. So. Richtung Osten müssen wir? Kugel, ja. Wir fahren Richtung Nordwesten. Ja, ich weiß, ja, okay. Osten ist dann wieder gegen den Wind? Nee, doch nicht. Ist okay. Ich glaube, wir müssen drehen. Komm ich an dem Felsen vorbei? So, okay. Ja, wenn du noch ein bisschen weiter drehst. Und weiter geht nicht. Wir steuern direkt. Ja, alles gut. Das ist so geil, die Sounds davon einfach in meinem Bild. Ja, es ist super gemacht. Es ist wirklich nicht schlecht. Boah, ich bin. Du siehst doch an den Segel, dass es halt richtig. Ja, dass ein Wind drin ist, ne? Ja. Das bläst sich so auf, ne? Es ist richtig. Du merkst richtig, dass es so Stufen gibt und dann einmal. Ja, wir müssen noch weiter nach rechts jetzt. Ich hab's gerade geguckt. Also, welche Richtung? Ist das die Insel da rechts? Nee, wir sind wieder im Sturm. Captain Sturm? Ja, kein Problem. Wir müssen nach Südost. Ich muss rechts um diese Insel da rum. Oh Gott, wir werden alles verlieren. Na, wir werden gar nichts verlieren, werden wir. Okay. Wenn das Schiff sinkt, kriegen wir das Schiff zwar wieder, aber der Schatz ist weg, richtig? Ja. Wahrscheinlich. Der Schatz ist weg. Das heißt, bevor das Schiff sinkt, muss er den Schatz nehmen und ins Wasser springen. Das Problem ist, du wirst halt im Wasser sterben, der ne? Hero. Mit der Schatzkiste. Jetzt sollten wir vielleicht ein Segel einfahren, wenn es starten. Kann einer unten mal kurz auf die Map gucken, ob das jetzt stimmt, ob der Kurs richtig ist? Warte, ich schau. Jetzt können wir kaum noch Wind nehmen, ne? So, ja, auf jeden Fall. Weiß.
Wo müssen wir. Also wann hast du es mal gesehen? Ich glaube, der Sturm hat sich verzogen, die Sonne geht gerade auf. Ja, es geht wieder auf, ne? Wir ja, sind. Wenn das das, das ist, wo wir hingehen, dann sollte das die richtige. Einfach nur geradeaus jetzt, oder? Das ist richtig, ja. Okay, ja, dann die Insel kommt dann auf unserer rechten Seite irgendwann. Richtig, von rechts sollte sie kommen. Kapuze, lass mal kurz unten gucken, ob da Wasser drin ist. Ja, okay. Boah, sieht, sieht gut aus, oder? Sieht gut aus? Ja, ja, ja. Wunderbar. Der Wischmob kann drin bleiben heute. Ah, braucht man nicht, alles gut. Das Schiff wird noch geputzt, bevor wir runtergehen, ne? Bevor die Schatzkiste geöffnet wird, wird noch geputzt. Komm, wir gehen mal alles, ich geh mal zu Kundran jetzt hoch, guck mal, was da abgeht. Kundran, was machst du da Schönes? Wir spielen dein Liedchen, komm Kundran. Komm, Blockier die Leiter. Ey, da kommt ein Arsch entgegen, oh Gott. Das macht aber ganz schön mehr. Kundran, wir steuern direkt auf eine Felsformation zu, oder? Oh. Ja, die ist noch weit weg. Aber wir sollten vermutlich leicht Steuerbord. Ja. Ich bin auf dem Segel. Wobei wir haben Wind von Steuerbord, vielleicht sollten wir doch eher Backbord. So, bin ich gleich schon da. Ist das nicht die Insel da rechts? Ich muss ja irgendwie runterkommen. Kapuze, nochmal einen Inselcheck. Hallo, ich hab Insel rechts. Ja, alles gut, also weiter Steuerbord. Da vor uns ist die Insel, das sollte die Insel jetzt gleich sein. Wenn das die Insel ist, wo wir hin. Land in Sicht. Land in geil, Sicht. Frauen. Alkohol! Drogen und Plasmafernseher! Du hast Plasmafernseher? Endlich meine Playstation Mann. Wieder! Geil! Ja, okay. Und wo kommt jetzt denn? Oh Gott, wir brauchen irgendein Segel, was uns zieht, ja, wenn der Wind von vorne kommt. Ja, leider. Wir haben so ein Umkehrsegel. Was hat man damals wirklich gemacht, wenn der Wind scheiße? Wir einfach gewartet? Zickzack gefahren. Oder gewartet? Ne, man ist immer. Also, man ist dann immer. Hat die Segel immer von links nach rechts immer. So wie man es heute auch macht, wenn man segelt. Oder man hat halt einfach seinen Motor angeworfen. Genau, damit. Seine Paddel. Genau, man hat seinen Kapuzen unter Deck geschickt. Und der hat dann, ja, so kenne ich das. Dagger Tooth Outpost. Oh, das ist gut. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt den Steg da vorne mit. Okay, den okay. Wir reißen ihn weg. Ich versuche rechts ran. Alter, schon mal ein Segel, dass wir nur ein Segel haben. Komm, wir bringen das richtig schön schon. Ran. Das, okay, Alex. Nur das hintere oder nur das vordere, oder? Nur das vordere. So schnell können wir nicht mehr abbremsen, wir sind gleich schon daneben. Okay, Kapuze, dann zieh den Anker, wenn du ready bist. Ja, muss man sagen, warte, noch nicht. Ist überhaupt richtig? Das ist richtig. Wir haben eh kaum Fahrtwind. Achtung, jetzt brauchen wir entweder einen Anker oder wir crashen. Zack, ja, okay. Anker. Anker ist da. Oh. Ja, sehr gut. Perfekt. Guck mal, fast perfekt. Ich kann nicht sagen, ne? Die Schatzkiste. Aber so, ich nehme auch eine. Okay, wir müssen die beschützen, ne? Hol die Schwerter raus und Lanzen. Okay, wir gehen einer geht voran mit dem Schwert. Ja, wie geil, guck mal, man kann rüberspringen. Ich lauf hinten dran. Alex, okay, nicht voll laufen. Warte. Okay, es ist safe. Gewangst. Räuber. Wir bewachen. Wie kommen sie mit? Wo müssen wir überhaupt hin? Da hinten. Bist du dir sicher? Ja. Okay. Aber es ist keiner da, der uns hier abfarmen kann. Übrigens kann man hier tatsächlich auch die Kisten abfarmen, ne? Okay. Ah, ja, ich dachte vielleicht, das ist halt so eine Safe Zone auch. Nee, hier kannst du dich auch abschießen. Nach und nach da oben abgeben. Zuerst die. Welche zuerst? Ich nehme die offizielle. Okay, zuerst die offizielle. Was wollen wir machen? Sie bei ihr droppen? Ich weiß nicht, such mal. Nee. Das ist bestimmt nicht die richtige, oder? Ich brauche nicht. Versuch mal die andere Kiste abzugehen. Achso, warte mal. Oder? Ich kann mir auch nichts machen. Es gibt so noch andere NPCs, oder? Ja, es gibt noch andere NPCs, wir gucken mal. Okay, Alex, pass auf! Nee, ich glaube, das war relativ nah am Wasser, als ich das gesehen hatte mal. Was ist bei dem Kerl, der die Schatzkarten noch verkauft? Ich schau mal hier. Ja, da können wir auch probieren. Ja. Oh, und was gibt's dafür? 101 Ist ja nix. Stimmt. Okay, pass auf, ich mach jetzt meine. Repeat. Okay, wir haben irgendwie unser Ruf 53 Gold und 53. Ruf, ja. Also habt ihr alle gleich viel Geld gekriegt? Ja. 53 Gold habe ich, glaube ich, bekommen. Also haben wir alle. Guck mal, das ist doch eigentlich ganz geil. Wir haben alle, also wir kriegen alle denselben Betrag. Darauf laufe ich erstmal. Und wir sind jetzt bei ihm Stufe 3 und ich glaube, anhand der Stufe kannst du. Genau, du kannst jetzt bessere Schatzkarten holen. Und wir haben Geld bekommen, stimmt. Gold Pickeroon? Ah ja. Das ist da oben erst. Dann. The Stash of the Lame Groke Miles. Wir können ja mal kurz zeigen, was man mit dem Geld kaufen könnte bis jetzt. Haben wir schon gezeigt? Ja, also neue Schatzkarten, besseren Kompass und bessere Schaufel kann man kaufen.
Und hier bei den Klamotten? Jawohl, das will ich. Ich will auch jetzt eigentlich erst Klamotten. Aber ich glaube, ja. Doch, wir können uns Handschuhe kaufen. Skins? Es geht wieder los. Und ein Gürtel. Ach du Heilige, sind die Dinger teuer. Ja. Das ja, eine ja, aber was heißt denn teuer? Wenn wir 10 Chats holen, hätten wir das teuerste Item sozusagen. Aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die man hier holen kann. Aber die in den Wrack hat echt wenig gebracht im Vergleich zu ja, aber das war halt so eine Random, weißt du, die siehst du ja, bestimmt einfach mal so ein... Wahrscheinlich, so ein weil die hat ja auch eine, das war eine Schatzkarte, ne? Ist auf unser Segel echt ein Bierkrug, der anstößt? Das finde ich ein nettes Boot. Die Segel kann man bestimmt später dann auch noch designen, ne? Ja. So, ich glaube, ich gehe jetzt wieder dahin zurück, wo wir uns getroffen haben, ja? Weil das ist mein Platz. Wir sollten jetzt mal in die Kneipe zurückgehen. Das war doch eine sehr... Was hätte man denn bei der kaufen können, mit der wir da gerade geredet haben? Munition, ne? Ja, mit der Munition. Ach so. Munition haben wir aber ohne Ende. Das hört sich gut an. Ich habe keinen. Also ich habe keine Schuss mehr. Ach so. Beware of Fizzy Foxy. Meinst du, das ist ein Spieler? Denkt ihr, das ist ein Spieler? Oh. Könnte es sein, dass sowas eingebaut Beware ist, Beware Fizzy Foxy. Oh, Notorious Fire. Wäre cool. Wäre ein gutes Feature. Manhunt. Prost. Genossen, wollen wir anstoßen auf den Sieg, dass wir so viel Geld... Aber ich will noch das Geburtstag nicht. Wo seid eine ihr? Ansprache, okay. Captain, eine Ansprache, oh Gott, ich hab schon was getrunken, tut mir leid. Okay, das war eine sehr erfolgreiche erste Reise. Es ist alles gut gelaufen, wir hatten keinen Unfall, der Sturm stand gut. Prost, lasst euch nicht lumpen, hebt hoch den Lumpen. Und wir rollen damit. Oh Gott, ich hab schon zu viel getrunken, ich kann nicht mehr gerade stehen. Auf Ex! Ja, auf Ex! Auf Ex! Auf Ex! Oh, Ex oder genau, kaputt! Ränder. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr stehen. Was ja. ist das, wenn... Yeah. Okay. Oh Gott, mir geht's gar nicht gut. Wenn euch die Tour gefallen hat, Leute, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.